Die Ausstellung heißt ja Technoschamanismus. Und da würde man erstmal sagen, das ist ja ein Widerspruch in sich. Technologie ist Rationalität und Schamanismus ist das Gegenteil. Die Ausstellung hier vor Ort zeigt, dass das im Moment zusammengedacht wird. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, dass wir, glaube ich, quasi so eine Art Vorherrschaft der Rationalität gehabt haben in den letzten paar hundert Jahren, die aber auch wirklich verheerende Effekte gehabt hat auf die Welt. Und dass sowohl diese Aktivistinnen und Aktivisten des Technoschamanismus, aber auch die Künstlerinnen hier in der Ausstellung nach Mitteln suchen, vielleicht auch einen, es hört sich jetzt total esoterisch an, ne? Aber vielleicht eine ganzheitlichere Zugangsweise zur Welt wieder zu erlangen. Wie kommt es dazu, dass an den unterschiedlichsten Orten Künstlerinnen und Künstler sich mit so neoschamanistischen Praktiken auseinandersetzen, diese einsetzen, sich für Begriffe wie Heilung interessieren? Das ist ja wirklich ein Begriff, der im Moment allerorts aufpoppt. Und ich glaube wirklich, dass es damit zu tun hat, dass wir in einer Zeit leben, wo wir merken, das System, was wir bislang haben, dient maßgeblich dazu, quasi die Welt, wie wir sie kennen, auch zu zerstören. Und dass man dann versucht, vielleicht Formen ganzheitlicheren Wissens quasi aufzufahren, um Alternativen aufzuzeigen gegen dieses System, was zu dieser mega krassen Zerstörung geführt hat. Ein kapitalistisches System, was quasi ja, zur Selbsterhaltung dient, was aber quasi eigentlich den Menschen und sein Verhältnis zur Natur ausgeschlossen hat. Deswegen ist eben auch der Begriff oder der Aspekt der Ökologie zieht sich ja wirklich durch, eigentlich würde behaupten, durch alle Arbeiten, durch fast alle Arbeiten. Ja. Und das habe ich mich wirklich gefragt, wieso ist das so? Darf man dann noch Kunst machen? Eigentlich muss man dann in den Aktivismus gehen. Ja, das ist sicherlich eine Lösung. Das macht ja auch zum Beispiel der brasilianische Technoschamanismus. Das ist eine sehr große aktivistische Bewegung, in der viele Stränge zusammenlaufen. Aber es gibt eben zu gleichem Recht, würde ich jetzt mal sagen, eben auch Künstlerinnen und Künstler, die ganz bewusst diese Themen in der Kunst aufrufen. Es basiert auf einer Recherche. Viele dieser Arbeiten basieren auf Recherche mit einer sehr detaillierten, genauen Auseinandersetzungen mit einer Realität, die uns umgibt. Ja, vielleicht könnte man sagen, dass viele der Arbeiten in der Ausstellung durchaus sehr starke Narrationen sind. Das ist vielleicht auch das, was es mit den spekulativen Technologien verbindet. Weil spekulative Technologien sind einfach komplett andere Narrationen von Technologien. Vielleicht auch die Möglichkeiten, sich Alternativen vorzustellen. Wie könnte denn Technologie anders funktionieren oder auch zu anderen Zwecken eingesetzt werden? Das müssen radikale Vorstellungen sein, um sowas mal vielleicht auch in der Realität durchzuspielen. Also das ist mit diesen spekulativen Technologien gemeint, wobei zum Beispiel der brasilianische Technoschamanismus auch Schamanismus als Technologie bezeichnet. Also es sind quasi Körper- und Bewusstseinstechnologien, ne? Die sich durch bestimmte Praktiken oder auch Substanzen, die da verwendet werden, auf den Körper auswirken, auf das Bewusstsein auswirken. Der Hardware Medienkunstverein ist ein Ort für zeitgenössische Kunst und durchaus auch, wo es um Technologien und Medien geht. Und wir können jetzt keine Beuys-Ausstellung machen, aber, man muss ja immer dann weiterdenken, aber es gibt eben, und das beobachte ich seit einigen Jahren, total spannende Entwicklungen bei zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die sich eben zunehmend für schamanistische Praktiken oder für alle möglichen esoterischen Praktiken interessieren. Und das ist ein interessanter Andockungspunkt an Joseph Beuys, weil der natürlich sich selber immer als Schamane stilisiert hat. Und so kamen wir dazu, Teil dieses landesweiten Programms
zu sein mit der Ausstellung Technoschamanismus. Die Ausstellung habe ich dann quasi alleine entwickelt. Ich habe mich da, also wie das halt so ist, man tauscht sich natürlich auch viel mit Kolleginnen und Kollegen aus, zum Beispiel mit Marie Lechner aus Paris, über die ich dann wiederum den Hinweis auf den brasilianischen Technoschamanismus bekommen habe, weil was ich auf jeden Fall vermeiden wollte in dieser Ausstellung ist, dass quasi Beuys als Anfangspunkt verstanden wird, nach dessen Vorbild quasi Künstlerinnen und Künstler heute handeln. Dem ist nämlich gar nicht so. Also die Künstlerinnen und Künstler hier in der Ausstellung sehen sich eigentlich nicht in der direkten Nachfolge von Beuys, sondern ihre Ausgangspunkte oder auch Inspirationen kommen von sehr, sehr vielfältigen Entwicklungen. Also alleine die heutige Entwicklung in der Stichpunkt Ökologie. Beuys ist eine Position dieser 12 Positionen in der Ausstellung. Naja, also ich meine, bei Beuys gibt es natürlich Aktionen oder Arbeiten, die einen deutlicher schamanistischen Charakter haben. Und dann gibt es auch andere Arbeiten, die das nicht so deutlich haben. Und diese Aktion ist natürlich, die ist natürlich zentral für die schamanistische Praxis bei Beuys. Gerade auch quasi diese Tatsache, dass er 3 Tage lang mit einem Tier, mit einem wilden Tier, mit einem Kojoten in dem Galerieraum René Bloch in New York verbringt und so quasi Kontakt aufnimmt mit diesem Symboltier, so hat er das beschrieben, der amerikanischen Ureinwohner. Das ist sicherlich eine der ikonischsten Aktionen von ihm. Der Schamanismusbegriff von Beuys, der würde heute sicherlich so nicht mehr unwidersprochen sein. Und auch diese Aktion mit dem Kojoten, das könnte man, glaube ich, so heute nicht mehr machen. Beuys stellt den Kojoten quasi als Stellvertreter der amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner dar und quasi setzt ihn eigentlich mit einem Zustand der Unzivilisiertheit gleich. Und andererseits, wenn man sich dann die Geschichte mit den Kojoten genauer anschaut, das war halt gar kein wildes Tier, ja, sondern es ist ein dressierter Filmkojote, der hatte auch einen Namen, der hieß Little John. Insofern stimmt das natürlich alles so hinten und vorne nicht, aber die Bilder bestätigen quasi so die künstlerische Erzählung. Diese 4 Themen, die sich durch die Ausstellung ziehen, die hatte ich nicht vorher im Kopf. Die haben sich quasi eigentlich ergeben erst nach der Zusammenstellung oder nach der Auswahl, sodass ich überlegt habe, okay, was für ein Grid oder was für ein Orientierungstool kann ich anbieten durch diese doch sehr, sehr, irgendwie sehr diversen Erzählungen, die aber auch viele Berührungspunkte miteinander haben. Und das sind eben diese 4 Schwerpunkte, die ich formuliert habe als Metallurgie und Alchemie. Der 2. Schwerpunkt wäre die Kosmologie. Das 3. Thema ist das der Ökologie und der künstlichen Intelligenz. Und das 4. Thema ist das der nichtmenschlichen Akteure. So, und natürlich tauchen viele dieser Themen auch zusammen in den Arbeiten auf, aber das ist vielleicht mal so eine Orientierungsmöglichkeit durch diese 12 Arbeiten in der Ausstellung. Das Thema zum Beispiel der Ökologie ist ein zentrales Thema in dieser Ausstellung. Ökologie vielleicht auch in einem erweiterten Sinne in Beziehung setzen des eigenen Körpers zur Welt, zur Erde, aber auch zum Kosmos. Diese Beziehung von Mikro und Makro. Der Versuch einer eher ganzheitlichen Weltwahrnehmung. Als ich diese Ausstellung hier vorbereitet habe, war mir eigentlich von Anfang an klar, ich werde auf jeden Fall Susan Triester einladen, weil ihre Arbeit zentral ist für das, was hier in der Ausstellung verhandelt wird. Und dann im Gespräch hat sie mir dann gesagt, ja, ich habe gerade eine neue Serie gemacht, die könnte man da super zeigen. Die hat den Titel Techno Shamanic Systems. Und ich so, wow, also sie wusste nicht, dass ich diese Ausstellung vorbereite. Also es ist vielleicht auch wieder so ein Hinweis darauf, dass man vielleicht oft auch zur selben Zeit an ähnlichen Ideen arbeitet oder dass bestimmte Ideen dann virulent werden, ne?
Aber das Spannende an der Susie Triester ist, dass sie sich sehr intensiv, eigentlich in allen ihren Arbeiten, mit der Geschichte von Technologie beschäftigt und die immer quasi in so eine getwistete Narration einbringt, wobei man da nicht genau weiß, auch hier, ne, ist das die Realität, die so einen Twist hat, oder ist das eine Erfindung der Künstlerin? Das Tolle bei ihr ist eben auch, sie hat so ein ganz klassisches künstlerisches Format. Ne? Sie hat die Zeichnungen und Aquarelle, die sie macht, teilweise sehr obsessive, weit verzweigte Diagramme, die sie da entwickelt, auch Zusammenhänge, die sie aufzeigt, geht manchmal auch in Richtung Verschwörungsmythen. Also der Ausgangspunkt für die Arbeit von Susie Triester hier in der Ausstellung ist wirklich quasi eigentlich ihr Entsetzen oder ihre Entrüstung über die Pläne von zum Beispiel US-Milliardären wie Elon Musk oder auch die Pläne, die von Trump geäußert worden sind in diesem Erlass, von wegen der Mond ist zur Ausbeutung freigegeben, durch Amerikaner natürlich und Amerikanerinnen. Und das hat die Susie Triester so eigentlich entrüstet oder entsetzt, dass sie gesagt hat, nee, ich nehme jetzt diese ganzen Rhetoriken, diese großartigen Rhetoriken dieser großen, alten, weißen Männer und ich entwickle eine alternative Vorstellung dessen, was wir im Kosmos machen könnten. Nämlich, dass der Kosmos oder der Weltraum eigentlich ein Ort ist, auch um neue Formen von Gemeinschaft auszuprobieren. Vielleicht auch alternative Formen von Gemeinschaft, die so auf der Erde noch nicht möglich waren. Da hat sie eben diese 200-teilige Serie von Zeichnungen entwickelt, aus der ich jetzt 50 ausgewählt habe. Und da gibt es halt eben 11 Gruppen, wo Rituale vorgestellt werden oder auch Kleidung, die man dann trägt. Also dieser Versuch, quasi gegen diese extraktivistischen, neoliberalen Vorstellungen dessen, was man im Kosmos dann macht oder dessen, was man im Weltraum macht, nämlich überall Rohstoffe abbauen für die Befriedigung des eigenen Hungers. Dagegen setzt sie wirklich eine andere Vorstellung von Gemeinschaft, Community, Gathering, dieses gemeinsame irgendwo hingehen und sich quasi als neue Form von Community irgendwo zu konstituieren, ist in den meisten dieser Arbeiten zentral. Und eben auch eben rekurrieren auf altes Wissen, das Rekonstruieren von altem Wissen und das quasi in aktuelle Diskurse wieder einbringen. Das sind einfach ganz wichtige Elemente hier in der Ausstellung. Peut-être 20 ans. Ces puissances vont se retrouver autour des tables de discussion sur la base spatiale. Et les pays qui vont décider de l'avenir de ce monde, c'est les pays qui seront des puissances spatiales. Quand vous êtes au-dessus, vous pouvez contrôler ce qui est en dessous de vous. Hello world. Are you curious to be alive? Zu Tabitha Reser. Ich habe auch eben irgendwann gesehen, dass sie diese neue Arbeit gemacht hat. Mamelle Ancestrale, die altertümlichen Brüste, in der es eben um Steinkreise in Senegal und Gambia geht. Das sind wirklich Tausende von Steinkreisen, die dort stehen. Kann man sich so vorstellen, vielleicht ähnlich wie Stonehenge, auch ähnlich unerklärbar wie Stonehenge, wo man bis heute nicht genau weiß, was war die Funktion dieser Steinkreise. Wahrscheinlich waren das Observatorien, um den Himmel eben zu beobachten, die Veränderungen der Sternkonstellationen und um daraus eben Schlüsse zu ziehen, wann wechseln die Jahreszeiten, ne? Wann sät man aus, wann erntet man und so weiter. In vielen dieser Bewegungen, dieser technoschamanistischen Bewegungen, auch im brasilianischen Technoschamanismus, geht es halt unter anderem auch darum, dass sich so zum Beispiel DIY-Aktivisten, also die einfach eigene Technologien, eigene Kommunikationsnetze zum Beispiel bauen, zusammenschließen mit indigenen Aktivistinnen und Aktivisten, die wiederum versuchen, altes Wissen, was
verschütt gegangen ist, Wissen auch über die Welt, über die Natur, über den Kosmos, über Heilung, das wieder zu reaktivieren und zu rekonstruieren. Und das ist eben auch Wissen, was oftmals zum Beispiel von der Institution Kirche quasi ausradiert worden ist, um ihren eigenen Machtanspruch quasi zu bestätigen oder zu unterstreichen. Und Tabitha Reser ist halt eben zu einigen dieser Steinkreise gereist und hat Leute interviewt, Menschen interviewt, die irgendwie mit diesen Steinkreisen zu tun haben, nämlich die Wächter dieser Steinkreise oder Wächterinnen dieser Steinkreise oder Wissenschaftler, die darüber geforscht haben. Und diese, also Ausschnitte aus diesen Interviews sieht man eben in dieser Installation. Und in der Tat, es ist eine Projektion auf den Boden und drumherum stehen eben 12 große Steine und die symbolisieren quasi diese Steinkreise in Gambia und Senegal und man hat fast das Gefühl, man wird quasi so darüber gebeamt und steht in einem dieser Steinkreise. Getting there, getting nothing done, being fair, making something undone. Spell check, make an error like it's an advantage. No maps, no language, wish I could name the face to understand or trace where all trouble comes from. Migrating in reverse, back to the origin, sidestepping in reverse. Ja, die Performances von Mariechen Danz haben eine sehr spezielle Wirkung oder einen sehr speziellen Effekt. Das sind ja sehr, sehr stimmenmächtige Performances. In ihren Performances arbeitet sie auch oft mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Also es sind immer unterschiedliche Gruppen, die zusammenkommen und die quasi ein kollektives Ritual vollziehen. Und bei manchen dieser Performances hat man durchaus das Gefühl, also ne, Stimme und Rhythmus und Gesang, die haben sowas sehr Altertümliches, die haben sowas sehr Ritualisiertes. Man kommt fast als Zuschauer oder Zuschauerin mit in so eine Art Trance. Irgendjemand sagte auch letztens, das sind so gospelartige Gesänge. Ich denke, das ist auch eine Form der Reaktivierung von alten Techniken vielleicht, die in ihren Arbeiten eine Rolle spielen. Also die sicherlich auch dazu dienen, dann quasi in dem Moment, im Moment der Aufführung, im Moment der Performance, zusammen mit dem Publikum, was dann anwesend ist, quasi in so einen anderen Bewusstseinszustand auch zu kommen. Bei Mariechen Danz ist es sicherlich eher sozusagen der Weg der Introspektion, das Schauen in den Körper und natürlich auch dieses Korrelieren damit, wie das Wissen, was sozusagen im Außen stattfindet, wie das korrelierbar ist mit den eigenen Erfahrungen oder auch mit dem eigenen Körper. Das ist bei ihr sicherlich extrem präsent und ich glaube auch in der Ausstellung am präsentesten von allen Arbeiten. Ihre Arbeit hatte ich zum ersten Mal gesehen, als Transformella auch diese Mobiltelefone verbrannt hat, verascht hat. Und da ist sie quasi, das war im Bärenzwinger in Berlin, da ist sie auf der einen Seite quasi, hat sie da ihre Rituale vollführt und seitdem ist sie so bei mir so ein bisschen auf meiner internen Landkarte. Mhm. Dann hatte ich die Performances teilweise gesehen, die sie in Venedig gemacht hat, die jetzt auch hier als Videos präsent sind. Transformella ist eine der sehr zentralen Arbeiten hier in der Ausstellung und ich verfolge halt die Arbeit von Transformella schon längere Zeit, habe auch an verschiedenen Exkursionen teilgenommen. Transformella ist ja eine von mehreren fiktiven Figuren, um die sich Johannes Paul Räther kümmert, der er quasi zum Leben verhilft, wenn wir so wollen, beziehungsweise alle Besucherinnen und Besucher hier in der Ausstellung quasi verhelfen Transformella durch ihren Körper zur Existenz im Raum. Und Transformella ist eben ein Wesen, die sich vor allen Dingen für das Thema der Reproduktion interessiert. Reproduktion durchaus verstanden im Sinne technologisch assistierter Reproduktion, also In-vitro-Fertilisation oder im Prinzip den gesamten globalen Markt aktueller Reproduktionstechnologien.
Und Transformella macht gerne Exkursionen. Oft führen sie diese Exkursionen zu einem großen Warenhaus, einem großen Möbelhaus, wo sich klassischerweise die klassische Kernfamilie trifft. Und Transformella geht eben zu IKEA in Begleitung einer Gruppe. Man geht dann quasi, wenn man an so einer Performance teilnimmt, geht durch IKEA und hört währenddessen, man ist währenddessen mit Transformella verbunden, die auch sehr extravagant aussieht. Es ist ein Wesen quasi, was durchaus schamanistische Züge hat. Der Künstler quasi trägt diese schwarzen, riesigen Kontaktlinsen, sodass die Augen dann so riesig aussehen. Ist sehr aufwendig geschminkt, hat diese Braids, also diese Zöpfe, die aus dem Kopf rauskommen, hat überall eben so eine Mischung aus Sportkleidung und Lederästhetik und überall sind irgendwelche technologischen oder technischen Devices. Und man ist über einen Knopf im Ohr mit Transformella verbunden und geht durch dieses IKEA, was einem ja eine bestimmte Erzählung anbietet und hört, da sind wir wieder bei den Narrationen, hört währenddessen eine andere Erzählung, nämlich eine alternative Erzählung. Eine Erzählung darüber, wie heutzutage quasi mittels dieser Reproduktionstechnologien im Prinzip das klassische Familienideal schon längst aufgebrochen ist. Diese Wesen, also es gibt ja neben Transformella auch noch Protektorama und auch das Schwarmwesen. Diese Wesen, wenn man ihnen begegnet, haben eine unglaubliche Präsenz. Also auch für mich ist es so, ich kenne natürlich den Künstler, der diese Wesen verkörpert, aber jedes Mal, wenn ich an so einer Performance teilnehme, ist es wirklich, ich schaue mir dieses Wesen an und denke, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es ist etwas, was nicht der Künstler ist. Und eben, was wir hier in der Ausstellung zeigen, ist eben ist der sogenannte Shrine, der gleichzeitig eine Art Höhle ist oder eine Art Kokon, in dem Transformella entstanden ist und in dem wir jetzt Relikte oder Hinterlassenschaften früherer Performances oder Auftritte oder Exkursionen von Transformella sehen. Und wir können eben mit dieser mit diesem Ornament, also mit dieser Brille, können wir durch diesen Raum gehen, durch diesen Shrine gehen und sehen eben dann die Lebenslinien der Transformellae, also der vielen Transformellas. Und wenn wir durch den Shrine sozusagen am Ende wieder hinaustreten, haben wir dort keramische Behälter, in denen quasi die neuen Organe der neuen Transformella heranwachsen. Und wir wohnen quasi hier der Entstehung einer neuen Transformella, eines neuen Körpers bei, der Transformella Cines, die Aschende. Ich glaube, was Transformella macht, ist durchaus, sie nimmt existierende Narrationen, durchaus kapitalistische Narrationen, und baut diese um und baut diese in ihre eigenen Erzählungen ein. Und das ist das Spannende, weil wenn man sich das anhört, was da passiert in diesen vier keramischen Behältern oder was für Unternehmen das sind ja Start-ups, die wirklich existieren, aber deren Ziel oder deren Aufgabe so fantastisch im Sinne von spekulativ klingen, dass man es eigentlich nicht glauben möchte. Ja, das ist da ein Unternehmen, was künstliches Fleisch züchtet, hat man schon mal gehört in der Zeitung oder gelesen, was quasi hier in der Narration als Never Life bezeichnet wird, also Leben, was niemals gelebt hat. Also es ist irgendwie lebendig, aber es war nie Teil eines Lebewesens. Dann Unternehmen, die sich mit der Extraktion von Kohlenstoff oder Kohlendioxid aus der Luft beschäftigen, Verpressung in der Erde. Eine andere Firma kann die Abstammung mittels der DNA analysieren. Und das vierte Unternehmen, das ist vielleicht auch mit eines der bekanntesten, das kann aus der Asche verstorbener Diamanten pressen. Das sind ja vier Dienstleistungen, die relativ fantastisch klingen. Also wirklich fantastisch im Sinne von utopisch oder dystopisch auch natürlich.
Und gleichzeitig ist es so, dass das wirklich Dienstleistungen sind, die von Start-ups heutzutage angeboten werden. Das heißt, vielleicht ist da die Realität quasi ein Tick verdrehter als die künstlerische Narration, der wir lauschen. Tod, Wiedergeburt, Mikrokosmos, Makrokosmos, Kosmologie. Ich meine, das sind Themen, bei denen man sich schnell so klein fühlt, ne? Weil das wirklich solche Menschheitsthemen eigentlich auch sind. Ich glaube, wir haben noch nie so eine Ausstellung gemacht. Und ich meine, dass diese Ausstellung hier stattfindet, das ist natürlich der Arbeit der ganzen Künstlerinnen und Künstler zu verdanken, die genau nämlich sich mit diesen Themen beschäftigen. Ohne diese künstlerischen Positionen würde ich mich jetzt auch nicht damit beschäftigen. Also ich bin ja Kuratorin, ich beschäftige mich mit zeitgenössischer Kunst, Medienkunst durchaus auch und sehe das auch durchaus auch als meine Aufgabe, quasi Tendenzen, die entstehen, die ich auch beobachte, eben zu solchen Ausstellungen zu verdichten. Und was hier durchaus weitergeführt wird, ist natürlich die Auseinandersetzung mit Technologie, mit alternativen Vorstellungen von Technologie, die wir ja auch in anderen Ausstellungen schon thematisiert haben, ne? Und es ist auch durchaus es ist eine politische Ausstellung.